Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Big Adventure 2. Ich drücke direkt mal das Spiel wieder aufnehmen und wir sind noch immer hier im Keller der Taverne bei Schilück. Und wenn ihr mal genau hinguckt, hier, da geht's runter. Schön hinter den Kisten verborgen, dass man es nicht sieht. Also beim ersten Mal bin ich da runtergefallen, habe das Loch nicht gesehen. Das ist zwar ein bisschen blöd. Und das ist das Loch, in das der eine Typ gefallen ist, der Hasi, der Betrunkene da oben, der sich hier unten mal ein Schlückchen gönnen wollte, denn hat er davon erzählt. Und ich werde da jetzt noch nicht runterspringen. Hier, dieser Hasi meine ich, der da so verzweifelt sitzt und einen nach dem anderen kippt. Ich werde da jetzt aber nicht runtergehen, das führt in die Kanalisation. Aber da komme ich ein bisschen blöd wieder weg, das dauert zu lange. Ich zeige jetzt einmal hier die Kanalisation, denn wir haben hier wieder immer noch diese tollen Gulli-Aufzüge. Da geht es mich runter. Und man sieht schon, die Kanalisation ist komplett neu gemacht worden. Das Kleberkästchen komme ich leider noch nicht ran. Werde ich mir später merken, bestimmt ein Fass. Ja, auch gut. Und deine Fledermaus, geh weg, lass mich in Ruhe. Okay, sie erreicht mich nicht. Ich mag die Fledermäuse in diesem Spiel nicht. Die fliegen so komisch, dass man sie mal schwer treffen kann. Aber wie auch immer. Wir haben ja im Haus unseres Nachbarn, mit unserem Nachbarn geredet. Und er hat ja erzählt, dass sein Sohn hier an der Kanalisation beteiligt war, also beim Neuaufbau. Und Moonwalk. Schon wieder Moonwalk, okay. Eigentlich will er zu dem Schild dahin. Egal. Und ja, hier haben wir eben das Resultat. Also die Kanalisation ist ein wenig größer geworden, besteht nicht mehr aus einzelnen Räumen. Und hier haben wir jetzt natürlich nur diesen kleinen Bereich. Wow, 10 Cash ist cool. Ich komme hier nicht weiter, weil eben das Wasser da ist und da würde ich hier trinken. Es gibt mehrere Eingänge und Ausgänge und ihr seht da oben links, wo diese komische Säule ist mit den Zacken drauf, da wäre ich gelandet. Also nicht auf der Säule direkt, sondern eben auf dem Teil da oben. Und um rauszukommen, hätte ich dann auf die Fässer springen müssen und mich erstmal weitertragen lassen müssen, bis ganz hinten hin, einmal rum, bis ich irgendwo wieder hätte an Land gehen können. Oder ich hätte einen anderen Ausgang genommen, der mich zum Zelt des Wettermagiers geführt hätte, aber da wollte ich noch nicht hin. Deswegen habe ich das jetzt einfach gelassen, weil das hätte zu lange gedauert. Wir werden die Kanalisation später noch weiter erforschen, denn da sind noch ein, zwei Sachen drin, die wir gebrauchen können. Allein das Kleeblattkästchen. So, hallo? Was bist du denn? Hallo. Oder wer bist du? Du bist ein Deko, das ist mir klar, aber wer bist du? Hallo. Hier haben wir eine Sammlung, die dem großen Twinsen und der Entwicklung der Magie auf diesem Planeten gewidmet ist. Sehen Sie sich ruhig um? Ja. Die Karte kostet 15 Cashes. Na, wie wär's? Nein, danke. Nein, daran das bin ich nicht. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Das hier ist das Museum und dem Museum haben wir ja auch unsere Tunika und das Medaillon von Sendel zur Verfügung gestellt. Durch die Tür komme ich nicht durch, weil der Blödmann mir die nicht aufmachen will. Denn er erkennt nicht, dass wir der Twinsen, der großartige Twinsen sind, von dem er erzählt hat. Tja, schade. Und wenn wir hier wirklich die 15 Caches bezahlen, um reinzukommen, dann können wir mit Mademoiselle Bloop dort reden. Die sieht man da links in grün. Das ist Mademoiselle Bloop, ihr gehört das Museum. Dann beschwert sich Twinsen bei ihr, dass der Typ hier immer noch nicht erkennt, dass wir Twinsen sind. Aber gut, ich werde diese 15 Caches nicht bezahlen, denn es gibt doch einen Weg, umsonst in das Museum hereinzukommen und den müssen wir so oder so benutzen. Denn anders kommen wir nicht an unsere Tunika und unser Medaillon heran. So, wir steigen einfach hier durchs Fenster und hier oben ist eine Tür. Und diese Tür klemmt, sagt Mademoiselle Bloop zumindest. Also wir können sie nicht von unten aktivieren. Und man sieht schon, da ist die Tunika und das Medaillon, was komischerweise jetzt auch blau ist momentan. Und wir können das Ganze nur öffnen mit diesem Schalter hier. So. Und mit diesem Schalter hier machen wir die Tür auf. Anders kriegen wir die nicht auf. Und jetzt renne ich schnell darunter, denn das Ding hier, die Vitrine... Du hast gerade die Tunika der Ahnen und dein Medaillon von Sendel wiedergefunden. Die Tunika lädt sich mit Magie auf. Dadurch kannst du von nun an deinen magischen Ball werfen und zurückprallen lassen. Ja, denn man sieht schon, die Vitrine schließt sich nach kurzer Zeit schon wieder. Und hätte ich halt das Geld bezahlt und wäre hier hingegangen, dann hätte ich zwar die Tunika schön angucken können, wie sie da in der Vitrine war, aber weil ich die Tür nicht aufbekommen hätte, hätte ich sie nicht bekommen. Deswegen muss man so oder so in das Fenster reinsteigen. Zutritt nur für Personal. Ja, oder für Twinsen, denn Twinsen ist ein Held und ihm ist dieses Museum gewidmet.
Und naja, der Magie eben. Oh, ein Bild von Sendel. Das haben Sie wohl nach meiner Beschreibung angefertigt. Ja, das gleiche hat er doch auch in seinem Haus hängen. Und dahinter war die Nachricht, dass hier die Tunika in dem Museum ist. Das ist ein Stein aus dem Büttempel. Oh ja, der Büttempel. Ich erinnere mich noch gut daran. Voller Fallen und Gefahren. Querschnittsansicht von Twinsun. 1. Die Sendels. 2. Sendelhöhle. 3. Büttempel. Joa, nicht schlecht. Also man sieht, da unten am Südpol ist die Wüsteninsel und das ist der Büttempel, wo wir auch drin waren. Und ganz oben am Nordpol, im Brunnen von Sendel, ist eben die Sendelhöhle. Das war dieses Grüne, wo wir ganz am Ende drin waren. Und da geht es dann natürlich ganz nach unten in den Kern des Planeten, wo die Sendels sind und die Sternengestalt, die sich dort formt. Oder wie hieß die? Ich weiß es nicht. Die heißt im Englischen Stellar Entity, aber ich habe vergessen, wie sie im Deutschen heißt. Also halt irgendwie so eine Gottheit oder so. Irgendwas formt sich da und das ist halt ganz toll. Geld in den Blumen. Und ja, das ist halt in der Mitte des Planeten. Oh, das Horn von Galley. Genau, da hat der vom Dienst mich darauf hingewiesen. Im ersten Teil heißt es noch das Horn von Gawley mit W, also G-A-W-L-E-Y. Und hier heißt es auf einmal Horn von Galley. Tja, was haben wir hier noch? In den Flakon hier hatte ich klares Wasser gefüllt. Ja, das war der Flakon mit klarem Wasser, wo vorher Kirschsirup drin war. Klares Wasser mit Kirschgeschmack, auch nicht schlecht. Aber ob es dann noch klares Wasser ist, ich weiß es ja nicht so recht. Das hier ist das Buch von Bü. Mit seiner Hilfe kann ich mich mit den Tieren von Twinsun unterhalten. Genau, nicht nur das, wir konnten auch die tollen Steinplatten entziffern. Und das war überhaupt ziemlich cool. Die Skelette haben uns angebetet, als sie das bekommen haben. Oh, ein Bild von uns. Nicht schlecht. Also, schönes kleines Museum, das, mit dem rede ich noch, dass unsere Abenteuer aus dem ersten Teil ein kleines bisschen dokumentiert. Und das hat auch dazu beigetragen, zusammen mit dem Tagebuch von Zoe und der Platte hinten bei uns im Haus, dass ich mir als kleines Kind vorgestellt habe, wie der erste Teil gewesen sein muss. Weil ich habe halt nur den hier gespielt, wie schon gesagt. Und es war halt einfach toll, sich dann so vorzustellen, oh, ein Flakon klaren Wassers und oh, was hat man denn damit gemacht? Und das Buch von Bü. Und ein Stein aus dem Bütempel und das Horn und ach, hast du nicht gesehen. Hallo. Also ich finde, Sie sehen der Person auf dem Bild sehr ähnlich. Ja, das habe ich gut hinbekommen, meine Verkleidung, ne? Nee. Reden wir nochmal mit Mademoiselle Bloop. Guten Tag, Mademoiselle Bloop. Bloop. Danke, dass du die Tür geöffnet hast, Twinsen. Mach guten Gebrauch von deiner Tunika. Werde ich. Vergiss nicht, dass die Flugbahn deines magischen Balls sich je nach deinem Verhalten ändert. Ich weiß, dankeschön. Ja, wir haben jetzt endlich ein wenig Magie, wie man da unten sehen kann. Und wenn ich jetzt meinen magischen Ball werfe, ja, dann prallt er mehrmals ab. Und damit kann ich natürlich wesentlich mehr Dinge erreichen als vorher. Und endlich kann ich auch die Magie gebrauchen, die ich überall bekomme. Und Lebensenergie, naja, egal. So, gucken wir doch nochmal in den Safe von Mademoiselle Bloop, der ist nämlich hinter diesem Bild. Und Flöpp, ist natürlich nicht abgeschlossen, ich kann den einfach so aufmachen. Aber gut, ist sowieso nur Zaubertrank drin, damit kann ich ja nicht viel anfangen. Machen wir den wieder zu, damit ja kein anderer rankommt. Flöpp, sehr schön. In den Kartons scheint nichts drin zu sein, okay, dann gehen wir wieder raus. Und jetzt macht er die Tür für mich auf, ne, wenn ich rausgehe. Blöd, Mann. Hallo. Hallo. Hier haben wir eine Sammlung, die dem Ja. Okay. Mehr erzählt ihr nicht, nur dass es halt eine Sammlung ist, die mir gewidmet ist, ja. Mir ganz allein. Ich habe ein eigenes Museum. Mein Herz kann ich nicht gebrauchen. Was steht hier so Schönes? Lupinburg. Ah, genau, das ist die Statue. Und das ist irgendwie ein bisschen anders als im ersten Teil. Diese Statue ist für Zoe und mich errichtet worden. Ohne sie hätte ich den bösen Dr. Funtrock niemals besiegen können. Denn, ihr erinnert euch vielleicht, ganz am Ende von ADA 1 wurde diese Statue errichtet. Allerdings war sie nicht hier, sondern da hinten, auf der anderen Seite von Chelyk. Und ich weiß nicht, warum die jetzt hier ist. Entweder haben die nicht darauf geachtet, als sie das Spiel gemacht haben, dass die Statue woanders stand, oder...
Die Leute hier haben die Statue einfach hierhin bewegt. Aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, die sieht hier gar nicht so schlecht aus. Ja, das ist irgendwie cool, dass Bilder von Twinsen hier rumhängen überall und eine Statue von ihm existiert und ein Museum ihm gewidmet ist. Das ist irgendwie so, ja, es hat so Konsistenz aus dem ersten Teil. Das finde ich ziemlich klasse. Und hier ist die Apotheke und das kleine Kind schießt auf uns. Mist, Blag. Wenn ich nicht ausweiche, dann trifft er uns auch. Ups. Ey, guck mal. Der zieht genau auf mich. Ich weiche aus. Du kleines, blödes Kackbratzenvieh. Naja. Kein Kackbratzenvieh. Du kleines, blödes Kind. So. Das habt ihr nicht gehört. Hallo, Kleiner. Ich geh heute nicht in die Schule. Oh. Ich will lieber das Tralü finden und dann abmurksen. Weil wenn ich nämlich das Tralü kaputt mache, dann bin ich ein Held und dann krieg ich nämlich ein Museum. Ja, träum weiter, Kleiner. Und tschüss. Nicht im echten Leben nachmachen, bitte. Aua! Jetzt heult er. Oh. Und Vincent freut sich. Yay! Ich habe ein Kind runtergehauen. Yay! Kann ich noch mit ihm reden? Nö. Na gut, dann lassen wir ihn mal heulen. Wenn ich da reingehe und wieder rauskomme, sitzt er sowieso wieder oben und schießt uns ab. Also, er hat's verdient. Gehen wir mal rein. Und hier sind wir in der Apotheke. Die hat auch etwas umgeräumt. Im ersten Teil sah die noch anders aus. Guten Tag. Guten Tag. Und da haben wir den Sirup herbekommen, den Kirschsirup. Der war hier in der Apotheke. Lassen Sie die Finger von meiner Kasse. Ach, schade. Hätte ja klappen können. Hast du ein Heilmittel für meinen Dinofly? Bitte sag ja. Das Heilmittel für den Dinofly ist also Zaubertrank. Yeah. Guten Tag. Ich brauche eine Medizin für meinen Dinofly. Er hat sich verletzt. Tut mir leid. Ich habe nichts, was für einen Dinofly geeignet wäre. Verdammt. Wenn Sie einen Gegenstand interessiert, stellen Sie sich vor ihn und drücken Aktion. Ja, die Kasse hat mich interessiert, aber ich durfte ja nicht. Aber ich weiß, wie Sie Ihrem Freund helfen können. Oh, das hört sich doch schon mal gut an. Pass auf deinen Schirm auf. Dein Schirm! Zu spät. Haltet den Dieb! Oh Mann, lauf mal hinterher. Wobei, ich rede nochmal mit der. Obwohl, nein, lassen wir das. Du hast kein Heilmittel. So. Ich mag das irgendwie, einfach hier zufällig irgendwelche Leute zu schlagen. Keine Sorge, das mache ich nicht im echten Leben. Das mache ich nur im Spiel so. Und der Junge da oben, der schießt jetzt wieder auf uns. Hier, habe ich nicht gesagt? Ich meine, jetzt hätten wir es auch verdient, weil wir ihn runtergeschubst haben, aber ich habe ihn da runtergeschubst, eben weil er auf mich geschossen hat. Hallo. Können Sie mir helfen, meinen verletzten Dinofly zu heilen? Hören Sie, ich sage Ihnen, wie Sie Ihrem Dinofly helfen können, wenn Sie mir meinen Schirm zurückbringen. Sehen Sie zu, dass Sie das irgendwie schaffen. Aber vergessen Sie nicht, es bringt nichts zu hetzen. Ja, das sollten wir wirklich nehmen. Denn wenn wir hetzen, sprich im sportlichen Modus, zu ihm hinlaufen, dann rennt er weg. Boah, bleib stehen, du blöder Miss Hasi. Komm wieder zurück. Gib den Schirm her. Rück den Schirm der Dame raus. Los. Oh. Okay. Also er rennt dann immer hier rum. Hat diese zwei Positionen. Einmal neben der Statue und einmal oben auf dem Gebäude. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal in den vorsichtigen Modus und schleiche mich von hinten an ihn ran. Von vorne würde das auch nicht funktionieren. Dann würde er weglaufen, weil er mich sieht. Aber so von hinten. Er guckt sich zwar um, aber... Oh, ich hänge an der Lampe fest. Er guckt sich zwar um, aber sieht mich glücklicherweise nicht. Und... Jetzt habe ich ihn. Herr Twinsen, vielleicht können Sie mir einmal verraten, wieso Sie mich verfolgen. Nichts. Hallo? Okay, jetzt kann ich wenigstens normal mit ihm reden. Hallo? Na gut, was wollen Sie noch von mir, Herr Twinsen? Ich hätte mir bitte den Schirm hier. Geben Sie mir den Schirm. Aber das ist mein Ring. Oh, Verzeihung. Ich habe gedacht, das wäre meiner. Ich bin ja so durcheinander. Ständig mache ich Fehler. Ja, ist klar. Deswegen bist du auch in die Apotheke rein, hast dich umgeguckt und bist mit dem Schirm wieder raus. Weil du dachtest, das wäre deiner. Genau. Du hast gerade den Schirm der Kundin gefunden. So. Hallo.
Na gut, was wollen Sie noch von mir, Herr Twinson? Genau, geben Sie mir den Schirm, um Sie damit zu Boden zu schlagen. Um Sie damit zu Boden zu schlagen. Hilfe! Ah, ich mag den Humor. Es ist ja wieder da oben, sollten uns nicht weiter kümmern. Ich rede mal mit der Frau und gebe ihren Regenschirm wieder. Oh, das ist aber nett. Gehen Sie doch einmal zum Heiler Kerauk auf der Wüsteninsel. Sagen Sie ihm, ich hätte Sie geschickt. Ich arbeite bei ihm. Und glauben Sie mir, der hat Sachen, die heilen jeden. Sogar einen Dinofly. Okay, dann müssen wir wohl auf die Wüsteninsel. Wüste des leeren Blattes. Okay, das macht jetzt dieses Geräusch, weil ich versucht habe ranzuzoomen, aber ich kann leider nur an die Inseln ranzoomen, auf denen ich bin. Jetzt bleibt uns noch das Zelt des Wettermagiers, aber ich werde erstmal in den Hafen gehen und mir ein Ticket für die Fähre holen, denn wir wollen ja zur Wüsteninsel, um da zum Heiler zu gehen. Ich guck nochmal hier rein, in den Paketdienst. Hallo. Hallo. Sie brauchen einen Gepäckaufbewahrungsschein, um einen hier deponierten Gegenstand abzuholen. Hab ich aber nicht. Mann, oh. Nehme ich wenigstens das Geld mit. Ich könnte hier mal etwas versuchen zu demonstrieren. Denn da sieht man, ist ein Eingang. Aber hier komme ich nicht hoch. Und es gibt den sogenannten Jump-Save-Bug. Das ist, wenn ich springe, dann in der Luft ins Menü gehe, das Spiel speichere und dann das Spiel wieder lade, fliegt er höher. Damit kann man so hoch, wie man will. Das liegt daran, hier ist halt die Animation. Und wenn ich dann speichere und wieder lade, fängt die Animation von komplett von vorne an. Moment, jetzt hat das nicht funktioniert. Nochmal. Also irgendwie... Nein, das war doof. Irgendwie so, was war das? Und ich habe ein Video gesehen, wo auch einer es geschafft hat. Na, jetzt funktioniert es nicht mehr. Hallo? Gerade eben hat es doch funktioniert. So, jetzt hat es funktioniert. Jetzt bleibe ich auch hier oben. Man sieht, die Rollen bewegen sich in Pfeilrichtung. Und ich könnte jetzt hier rein und ein klein bisschen Sequence Breaking machen. Weil hier komme ich eigentlich erst später hin, wenn ich einen Gepäckaufbewahrungsschein habe. Das lassen wir aber mal lieber. Aber ich versuche noch ein bisschen hier zu fliegen. Mit dem Jump Safe Bug. So, speichern. Laden. Okay, irgendwie funktioniert das nicht ganz so, wie ich will. Aber immerhin bin ich schon ein bisschen weitergekommen. Gehen wir mal wieder zurück. Wahrscheinlich muss man auch währenddessen dann nochmal springen. Ich weiß es nicht genau. Aber das lassen wir mal. In das Gebiet kommen wir halt später. Dann muss ich eigentlich hier normalerweise durch diese Tür gehen, wenn ich dann irgendwann mal einen Gepäckaufbewahrungsschein haben sollte. Und das werden wir dann sehen. Das war halt nur einmal zu Demonstrationszwecken. Und ich habe ein Video von jemandem gesehen, der hat es wirklich geschafft, auf der Wüsteninsel mit Hilfe dieses Jump-Safe-Bugs komplett nach oben zu gehen. Er hat dann die gesamte Wüsteninsel von oben gesehen und ist irgendwie total lange nach unten gefallen, als er den Spielstand geladen hat, weil er halt so hoch geflogen ist. Und ich guck mal eben, ob der Herr Basu wieder in seinem Laden ist und ob er nachtragend ist, dass ich seine Kasse ausgeraubt habe. Ja, da ist er wieder. Hallo. Guten Tag, Herr Basu. Willkommen, Herr Twinsen. Wenn Sie etwas bei mir kaufen... Er ist nicht sauer. Man sieht, ich kann jetzt keine Nitro-Mega-Pinguine mehr kaufen. Das ist keiner da, weil ich eben schon 10 habe. Und wenn ich jetzt noch einen hier aktiviere, ich habe ja genug, dann rennt er zwar weg, aber er bleibt in seinem Laden. Das heißt, ich kann ihn leider nicht mehr ausrauben. Schade. Nun gut, gehen wir mal in den Hafen. Und gucken wir mal, was wir hier so finden. Hallo. Hallo, Felix. Felix, genau. Ich wollte erst Raff sagen, aber Raff ist ja der Leuchtturmwärter. Hey, Twinsen, hast du schon dieses Kalü gesehen? Soll angeblich ein Monster sein, das in den Klippen über der Lupinburg lebt. Da oben solltest du nicht unbewaffnet spazieren gehen. Denk dran, deinen magischen Ball mitzunehmen. Den hab ich schon, danke, danke. So, jetzt kannst du bitte ein bisschen fischen. Denn wenn er fischt, dann holt er uns Sachen raus. Eigentlich. Na? Er macht's nicht. Doch, jetzt. Okay, erstmal kommt eine Krabbe. Die werde ich direkt mal erledigen. Stirb, Krabbe. Stirb. Und dann müsste noch eine Krabbe kommen. Aua. Boah, Mistvieh.
Und jetzt müsste er eigentlich lauter Herzen. Doch nicht. Dann macht er einen dritten Krabbel. Eigentlich müsste der Herzen rausholen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder er holt die ganze Zeit... Na, okay. Er holt immer noch Krabben raus, aber die Krabben bleiben nicht mehr hier. Also nach der dritten Krabbe war das so. Du Blödmann. Ich dachte, du holst mir Herzen. Stirb! Eine weitere böse Tat. Flupp. Weg ist er. Man hört noch Ertrinkengeräusche. Das hat keiner gesehen. Ich gehe mal besser weg hier, sonst werde ich mit diesem Mord assoziiert. Das möchte ich nicht. Besuchen Sie den Bü-Tempel auf der Wüsteninsel. Hier hat sich ein wichtiger Teil von Twinsens Abenteuern abgespielt. Ja, dieses Plakat hat dann auch noch dazu beigetragen, dass ich das unbedingt spielen wollte, den ersten Teil. Na? Okay, hier ist doch Geld drin. Ich dachte schon. Holen wir uns mal ein Ticket für die Fähre. Willkommen bei der Inselfähre, Herr Twinsen. Das finde ich halt wirklich cool, dass man jetzt so bekannt ist und berühmt. Und, ich kann Sie für 10 Cashes fahren. Wohin wollen Sie? Ich möchte auf die Wüsteninsel. Du besitzt eine Fahrkarte für die Fähre. Dankeschön. Sie können an Bord gehen, sobald der Sturm sich gelegt hat. Oh, toll, jetzt muss ich erst warten, bis sich der Sturm gelegt hat. Rede mit mir, rede mit mir. Ey! Ich möchte mit der Hasifrau reden. Kann ich nicht von hier aus? Nein. Moment, kann ich vielleicht mit dem Jump-Safe-Bug hinter den Tresen? Nein. Egal, ich lasse das jetzt einfach. Ich muss mir nochmal angucken, wie genau der funktioniert. Ich habe den bisher noch nie verwendet. Und ich möchte lieber ordentlich spielen. Auf jeden Fall gibt es den. Man kann damit auch einige Teile des Spiels einfach überspringen und Items überspringen. Guten Tag, Frau Braun. Oder früher kriegen. Aber das ist nicht der Sinn, den ich jetzt in meinem Let's Play sehe. Guten Tag, Herr Twinsen. Haben Sie diesen Regen gesehen? Und dabei sollten meine Kinder doch einen Schulausflug machen. Und mein Ältester vergisst andauernd seinen Schirm. Hoffentlich sind Sie bei dem Wetter nicht draußen. Ach, ich glaube nicht. Den Kindern werde ich gleich auch noch einen Besuch abstatten. So, man sieht, hier Felix ist wieder da. Ihm ist nichts passiert. Er ist halt nur geflohen, als wir angefangen haben, auf ihn einzuschlagen. Hafen der Zitadelleninsel. Ich meine, kann man verstehen. Twinsen hat mal eben eigenhändig, na gut, mit den Rebellen ein bisschen zusammen, aber er hat mehr oder weniger eigenhändig das Regime von Dr. Funfrock zu Fall gebracht. Wenn der anfängt, auf einen rumzuschlagen, würde ich auch abhauen. Herz. Nein, ich möchte mit dir reden. Ich möchte nicht das Herz. So. War das nicht der Deku, der hier vor dem Ding saß und mir Tickets angedreht hat? Denn ja, das musste ja doch sein. Bloß vorher war hier ein Lagerraum drin, wo ich die Kisten auf die Kreuze schieben musste und noch nicht hier so ein schönes Häuschen. Wegen des schlechten Wetters können die Schiffe nicht auslaufen. Da kann man nichts machen. Die ganze Schifffahrt ist lahmgelegt. Wissen Sie, Herr Twinsen, dagegen kann nur der Wettermann hier etwas unternehmen. Ja, jetzt habe ich halt wieder da oben einen Pfeil, aber das führt auch nur zum Zelt des Wettermagiers. Dann werden wir wohl oder übel zum Wettermagier gehen müssen, denn bei diesem Wetter fährt leider keine Fähre. Müsste eigentlich dastehen. Es gibt auch einen Bug, mit dem man, während es regnet, zur Wüsteninsel fahren kann. Das ist dann ganz lustig, denn auf der Wüsteninsel scheint dann die Sonne und es regnet gleichzeitig. Das wirkt ein wenig bizarr, das habe ich irgendwann mal geschafft. Ich weiß leider nicht mehr, wie man es jetzt hier schaffen kann. Ich habe keine Ahnung, wie man den Bug auslöst, aber ich habe ja schon gesagt, ich möchte lieber normal spielen und das so machen, was man machen sollte, um das Spiel ja, zu schaffen. Deswegen lasse ich das, aber es gibt diesen Bug eben. Und ich habe schon ziemlich blöd geguckt, als ich auf einmal auf der Wüsteninsel stand und es noch geregnet hat. Hallo, Herr Vogel. Wie, der fliegt weg? No. Aber wenigstens ist Geld in seinem Vogelhaus. Das ist eine diebische Elster. Ja, und hier ist die Schule. Was steht denn da an der Tafel? Lola? Nee. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall ist da ein Baby daneben, das jongliert. Sieht zumindest so aus. Sehr seltsames Tafelbild. Reden wir mal mit der Lehrerin, was die dazu sagt. Guten Tag, Herr Twinsen. War gut gelaunt. Oh.
Ja, lass hören. Sehr schön hast du das gemacht. Das ist schon fast ein Zungenbrecher. Zwischen zwei Zwillingssonnen. Naja, fast. Noch nicht wirklich. Es ist eine... Oh Gott, wie war denn das, wenn verschiedene Wörter aufeinander folgen, die mit dem gleichen Buchstaben anfangen? Deutschunterricht ist schon so lange her. Habt ihr nicht irgendwie was zu lernen oder so? Bei uns in der Schule war das nicht so cool. Hallo, ihr Twins. Die haben mich bestraft, weil ich eine ganze Schachtel Kreide gegessen habe. Oh. Magst du Kreide so sehr? Der Kleine, der immer seinen Regenschirm vergisst. Aber Moment, das war eine hasige Frau und sie hat von ihrem Sohn geredet. Oder der Bruder von dem hier. Das kann natürlich auch sein. Das würde auch mehr Sinn ergeben, weil er ihr ja immer die ganzen Regenschirme kauft. Na gut, wir werden mal den Bruder herholen. Oh, die Lehrerin meint jetzt, das ist jetzt auch eine böse Tat, also man kann hier, wie gesagt, sehr viele machen. Ist mir doch egal. Gar nicht mal schlecht. Aber mein großer Bruder, der wird mich reichen. Das möchte ich halt einfach machen, um hier die ganzen kleinen Geheimnisse zu zeigen. So, die auch noch. Na warte, dafür reißt dir mein großer Bruder den Pferdeschwanz ab. Oh, das klingt schmerzhaft. So. Der Vollständigkeit halber du auch noch. Und dann nichts wie weg hier, bevor die Brüder kommen. Das sag ich meinem großen Bruder. Der verhaut dich dann. Weg hier. Oh, nein, nicht springen. Weg hier, Fahnenflucht. Und da sind die Brüder. Oh ja, das hat Vincent verdient. Ah, das ist cool. Und der schlägt mir jetzt auch nochmal. Bäm. Vor allem, wie Vincent da steht. Tja, also, schlagt niemals Kinder. Die großen Brüder werden sie rächen. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Wir lassen die Stadt hinter uns und gucken uns mal so ein bisschen hier... Ups, nein, nicht das Menü. Das hier hinten an, wie man auf der Holo-Map sehen kann. Hier oben sind ein bisschen so ein paar Bäume und sonst ist das Zelt des Wettermagiers da, aber da sind keine Häuser mehr. Und hier stand ja ursprünglich mal... Da ist eine Schlange. Da ist eine Schlange! Noch nicht sehen. Da. Ich hasse Schlangen. Ich mochte sie nicht im ersten Teil und ich mag sie hier nicht. Die kann man so blöd besiegen. Genau wie Fledermäuse. Reden wir mal mit der Kuh. Denn da wir das Buch von Bü gefunden haben, können wir mit den Tieren reden. Okay, ein kleines Easter Egg, das ich nicht selbst gefunden habe. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Das habe ich gelesen. Ein Weg, wie man unendlich viele Kleeblätter bekommen kann. Nach vorne ausweichen, hinter der Kuh. Wie gesagt, auf sowas komme ich nicht. Oh, hier kommt nur ein Herz raus. Okay, normalerweise kommt hier Geld raus, wenn man hier durchläuft, durch den alten Eingang der Zitadelle. Also sind es wirklich nur noch die letzten Ruinen, die hier stehen. Der Rest ist weg. Aber da ich ja jetzt keine volle Lebensenergie habe, kommt da eben nur ein Herz raus. Auf einen Moment. Ich kann mir noch ein Kleeblatt holen. Und da wird ja meine Lebensenergie aufgefüllt. Also muss ich nochmal eben das hier machen. Einfach, das ist halt das normale nach vorne ausweichen, was Twinsen so macht. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist, sowas ins Spiel einzubauen. Aber gut, es ist nun mal drin und ja, was soll's. Eine kostenlose Möglichkeit, an Kleeblätter zu kommen, soll mir recht sein.
Jetzt habe ich wenigstens volle Energie und kann mich allen Gefahren widmen. Und da ist auch schon das Zelt vom Wettermagier. Aber erst reden wir noch mit dem Typen hier. Na, du sollst in den normalen Modus gehen. Ich möchte auch Pilze finden. Ich habe aber nur Pilze in der Kanalisation gesehen. Hier oben sind gar keine. Lüg mich nicht an, du Deko, du Z. Und das ist auch noch einer. Ein, ja, liebeskranker Trottel, würde ich gerne sagen. Ach ja, die Liebe, nicht wahr? Bloß ist es ein bisschen doof, wenn man zu schüchtern ist, sie anzusprechen. Das ist, naja. Da ist ein Pilz. Was? Ich wusste nicht, dass hier welche wirklich sind. Cool. Also hat er mich doch nicht angelogen. Okay. Jetzt sind hier ja noch mehr. Oder auch nicht. Na gut. Was soll's. Okay, weiter auf Pilzsuche werde ich jetzt nicht gehen. Stattdessen... Na, spring doch drüber. Spring darüber, Twinsen. Put. Gut gemacht. Stattdessen gehe ich jetzt mal in das Zelt des Wettermagiers hinein, denn wir wollen ja irgendwas gegen den Sturm unternehmen. Diesen Schalter. Dieser Schalter öffnet das Gitter. Und das führt in die Kanalisation, ja. Das kann ich euch nochmal zeigen. Wenn ich hier hochgehe, also da sind wieder die Fässer, da ist eine verschlossene Tür, in die werde ich später mal reingehen. Und hier wäre ich runtergekommen, also... Auf der anderen Seite. Moment, vielleicht kann ich es euch zeigen. Da, auf dieses kleine Podest, wo das Wasser runter tropft und die Scherben liegen oder der Müll, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, da wäre ich runtergekommen, wenn ich in das Loch im Keller der Bar gesprungen wäre. Aber dann hätte ich, wie gesagt, auf so ein Fass springen müssen. Denn da komme ich gar nicht weg, ne? Rund um nur Wasser hätte ich auf so ein Fass springen müssen. Und dann entweder hier rüber, dass ich hier durch den Ausgang raus kann. Oder ich wäre komplett rumgefahren und hätte mir dann woanders einen Ausgang gesucht. Aber nun gut, ist ein bisschen Geld drin. Dann drüben, ich muss aufpassen, dass ich nicht reinfalle, ist noch ein Pilz und da ist nur ein Kleeblatt drin. Also, was heißt nur ein Kleeblatt? Natürlich, Kleeblätter sind immer gut, aber ich brauche jetzt gerade keins. Ich habe ja gerade mir eben das aufgefüllt. Und dieser Schalter legt eben das Gitter wieder um. Ich könnte euch jetzt hier einmal die gesamte Kanalisation zeigen, indem ich einmal mit dem Fass rumfahre, aber ich sehe den Sinn dahinter nicht. Wir werden das später noch sehen, also keine Sorge. Und nur wenn ich das jetzt mache, dann ist das eigentlich umsonst, weil ich da später sowieso nochmal hin muss. Und dann seht ihr das Ganze doppelt und das ist ja langweilig. Oh, na gut. Hui, ja, mit dem lege ich mich besser nicht an. Wie verzweifelt er ist, dass das am Kochen ist. Ah, schöne Details. Herd? Du meinst auf dem Tisch. Okay. Oder meinst du doch das Ding? Auch gut. Und der hat zwei verschiedenfarbige Schuhe an. Der linke ist gelb und der rechte ist blau. Naja, was für ein Modegeschmack. Nun gut, dann haben wir einen weiteren Auftrag. Wir müssen den Sturm beenden, um eine Medizin für den Dinofly finden zu können, die ja anscheinend hoffentlich auf der Wüsteninsel zu finden ist, beim Heiler Keraok. Und um diesen Sturm zu beenden, müssen wir jetzt erstmal den Leuchtturmwärter finden, denn seine Verlobte hat ja auch erzählt, dass sie nicht weiß, wo er ist.
meine ich zumindest mich zu erinnern. Und leider weiß der Wettermagier nicht, wo er ist. Du suchst irgendwie andauernd Pilze, oder? Ja, okay, das ist schon ein guter Hinweis, wenn man weiß, wo die Küstenstraße ist, und ich weiß es. Ich muss mal gucken, ob ich die euch jetzt zeigen kann. Die Küstenstraße ist das da unten, das braune, der Weg da. Moment, von hier aus kann ich den bestimmt zeigen. So, das da unten ist die Küstenstraße. Ich könnte da jetzt hin, indem ich von hier oben runterspringe. Das ist eine kleine Abkürzung, aber eigentlich kommt man anders dahin. Ich habe auch beim ersten Mal spielen, bin ich immer runtergesprungen, beim zweiten Mal auch. Und ich habe erst irgendwie beim dritten oder vierten Mal, dass ich dieses Spiel gespielt habe, den richtigen Weg entdeckt. Denn der ist ein kleines bisschen versteckt. Und ich meine, klar, hier kann man einfach runterspringen. Das ist geradezu verlockend. Das ist einfach. Von daher. Aber da ich euch ja wirklich alles zeigen möchte, mache ich das. Und der Eingang ist nämlich diese Höhle da. Ziemlich gut versteckt, ne? Vorher gehe ich noch einmal hier hin und lese das Schild. Ja, eine mehr oder weniger kaputte Holzbrücke, die anscheinend mit Magie betrieben wird. Denn wenn ich das Rad drehe, dann aktiviere ich diese schwebende Plattform. Jetzt gehe ich noch nicht drauf, sondern jetzt. Boah, das war knapp. Ich wäre fast in meinen Tod gestürzt. So, wunderbar. Habe ich volles Leben? Ja, habe ich. Aber ich habe wahrscheinlich zu viel Geld. Denn hier gibt es ein kleines Secret. Ah, ich habe doch genug Geld. Oder auch nicht. Immerhin 5 Caches. Hier sind nämlich ganz besondere Bäume, die uns ziemlich viele Sachen geben. Aber, ja, immerhin ein bisschen Geld jetzt. Jetzt haben wir 15 insgesamt. Jetzt sind wir schon auf 98 Caches. Ja. Der andere Baum, da macht nichts. Das sind die einzigen Palmen. Da wachsen überhaupt Palmen? Das habe ich mich auch gefragt. Hier oben so. Das ist nicht wirklich die Gegend für Palmen, oder? Die würde ich eher auf der Wüsteninsel erwarten. Aber nun gut. Das sind halt ganz besondere magische Palmen oder wie auch immer. Passend zur magischen Brücke hier. Ich weiß nicht, wer die gemacht hat oder wie sie funktioniert oder wie sie überhaupt durch so ein Draht aktiviert wird. Aber nun gut, ich stelle keine Fragen. Hauptsache es funktioniert und da ist eine Schlange gespawnt. Aua. Aus diesem Grund hasse ich Schlangen, weil man sie so blöd besiegen kann. Mit dem magischen Ball treffe ich die überhaupt nicht. Hier sehen wir mal noch das Schild. Genau, das ist jetzt der richtige Weg. Das ist der Zugang zur Küstenstraße. Und auf die Küstenstraße war er wohl beim letzten Mal. Und geh da rein, Twinsen. Ja, man hat jetzt schon leider den Gegner gesehen, der hier kommt. Wieder etwas, was Mr. Jack Smith freuen wird. Eine Riesenspinne. Stirb, 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 stirb. Okay, das war einfach. 13 Herzen lässt er uns noch fallen, immerhin. Was ist hier drin? Magie. Brauche ich nicht. Ach, die Fledermaus lasse ich jetzt einfach in Ruhe. Die Schlangen auch. Gegen die möchte ich nicht kämpfen. Und jetzt sind wir auf der Küstenstraße. Bei der Spinne, ich weiß nicht so recht. Es könnte sein, ich habe die Theorie entwickelt, dass diese Spinne noch ein mutiertes Monster ist, das Dr. Funfrock geschaffen hat, bevor wir die Mutantenfabrik zerstört haben. Und das Tralü im Übrigen auch. Ihr werdet das Tralü noch sehen. Das mache ich jetzt noch in diesem Part. Und dass Dr. Funfrock diese erschaffen hat und dann irgendwie, bevor wir die Fabrik zerstört haben, hier hingeschmuggelt hat. Irgendwo zur Zitadelle. Beziehungsweise zum Keller der Zitadelle irgendwie sich versteckt hat. Moment, warum bin ich jetzt hier hingegangen? Hier war doch irgendwas, oder nicht? Vielleicht hier? Der Stein sieht verdächtig aus, nein. Ich meine, war hier nicht irgendwas? Droppt die mir vielleicht ein... Nö. Na gut. Dann ist das ein sinnloser Raum. Gehen wir mal weiter in diese Richtung, denn was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Kann ich da durchspringen eigentlich? Nein. Das ist einfach nur Deko. Ja. Jedenfalls, wie gesagt, ich vermute, dass Dr. Funfrock die hier hingebracht hat und die dann überlebt haben die ganze Zeit. Was weiß ich. Guck mal, wer da ist. Ich
Ich habe keine Ahnung, was ein Hasi-Melba ist. Muss wohl gut schmecken, sonst würde das Tralü das nicht machen wollen. Und da hinten liegt auch schon ein Hasi-Skelett. Ich glaube, ich beeile mich mal besser, dass ich Raff befreien kann. Aber da wir leider noch keinen Schlüssel haben für diese Tür, muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Und gehen wir mal hier hin. Und da sieht man, da hinten ist ein Schalter. Und dieser Schalter aktiviert, das weiß man uns jetzt noch nicht, aktiviert dieses Gitter hier. Ja, und hätten wir nicht die Tunika der Ahnen und das Medaillon von Sendel geholt, hätten wir nicht die erste Magiestufe erreicht und könnten mit unserem magischen Ball nicht den Schalter aktivieren, was wir so jetzt endlich können. Das heißt, die Tunika zu holen ist eine Voraussetzung, um Raff zu befreien. Ah, jetzt kann ich aber das Fass aktivieren, denn da ist noch Zaubertrank drin, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da ist Zaubertrank drin. Wunderbar, wunderbar. Und dann können wir hier durch. Oh, und coole Musik startet. Oh, gucken wir mal, was hier hinten so ist. Also in die eine Richtung kommt man gut, in die andere nicht. Und hier ist das eine Falle. Feuerbälle. Und diese Feuerbälle ändern ihr Verhalten, wie sich auch mein Verhalten ändert. Also vom magischen Bauer, vom magischen Ball. Okay, das hat die Fledermaus verdient. Vom Feuerball getötet. Ach, schön. Also wenn ich so normal bin, dann schießen sie halt im normalen Bogen, aber im vorsichtigen Modus fliegt mein Ball ja auch in so einem Bogen nach oben und die Feuerbälle hier auch. Und so kann man dieser Falle ausweichen. Und jetzt muss ich hier noch hoch. Boah, Fledermaus. Fledermaus, Fledermaus. Kann ich die besiegen? Ich hoffe doch, komm her. Komm her, komm her. Und na, daneben. Jetzt, jawoll, eine Fledermaus weniger, um die ich mir Gedanken machen muss. Jetzt kommt noch diese Schlange. Wow, was war das? Das ging nach... Wow. Okay, den Feuerball hatte ich vergessen. Gut, dass der nicht auf mich aktiviert wurde. Sonst hätte ich Schaden genommen. Das möchte ich nicht. Nein, das möchte ich einfach nicht. So. Und hier ist leider eine Sackgasse. Aber in dieser Sackgasse finden wir... Kleeblätter, oder ein Kleeblatt zumindest, was ziemlich nützlich ist, wenn man hier noch Kleeblätter braucht, aber, ups, jetzt bin ich runtergefallen, na toll, zurückzukommen ist ein kleines bisschen umständlicher, als hier hinzukommen, und, oh, bevor wir überhaupt gehen, wollte ich noch was anderes machen, denn da ist ja noch ein Schalter, ups, diesen Schalter möchte ich doch noch aktivieren, damit wir da oben durchkommen, an dem Gitter vorbei, ich hätte den auch von oben treffen können, wenn ich mich richtig positioniere und über das Gitter spring doch weiter, über das Gitter werfe, aber von unten ist es wesentlich einfacher und weil ich euch sowieso zeigen wollte, dass das Kleeblatter ist. Nein, ja, ich und springen ist nicht so, ne? Das ist nicht meine Sache. Jedenfalls wollte ich das euch einfach zeigen und dann kann ich sowieso von direkt von da unten das aktivieren. Und dann, ach komm schon, Twinsen, du sollst springen. Du sollst vom Rand abspringen. Genau das. Ja, geht doch. So. Nein, nicht in den... Nein! Oh, du... Blöder Feuerball, ey. Jetzt bin ich schon wieder hier. Okay, noch einmal. Und daneben. Entschuldigt, ich komme jetzt hier nicht gerade so einfach weg. Das war nicht geplant. So, jetzt... Es dauert zwar länger im vorsichtigen Modus, als wenn ich hier durchrenne, aber da werde ich wenigstens nicht von den blöden Feuerbällen getroffen. So, jetzt kann ich wieder in den sportlichen Modus wechseln und Anlauf und... Warum springst du nicht? Mann! Ich bin hinter dem Stein. So, nochmal und komm. Spring drauf, Twinsen, danke. Und jetzt möglichst irgendwie... Jawohl, aber leider war ich zu schräg. Was für ein umständliches Prozedere hier. Ich möchte doch nur darüber. Jawohl, oh, ich hab's endlich geschafft. Mein Gott, das hat lange gedauert. So, haben wir hier noch was Schönes drin in den Fässern. Herz. Ach so, ja, weil ich vom Feuerball getroffen wurde. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich keine Lebensenergie mehr hatte, beziehungsweise weniger. Die Leiter ist kaputt. Nein. Aber da hilft es einfach hochspringen.
Ja, Twinsen ist so geschickt, der kann hochspringen und sich an der Leiter festhalten. Das können nicht alle Helden. Ich habe schon genug Spiele gespielt, in denen der Held das nicht kann. Lass mich in Ruhe. Das ist Joey, der mich damals im Labyrinth festgesetzt hat. Der blöde Elf hier. Ja, ist klar. Man sieht schon. So viel zu keine Probleme mit der Magie. Na? Ja, das gibt es jetzt auch ganz neu. In LBR 2 gibt es Magier. Und da ist ein Mini-Tralü. Das ist leider noch nicht das echte. Als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich gedacht, das Tralü, jetzt kann ich es besiegen. Aber leider. Ups, ist eben nicht so. Bäh. Bäh. Das ist ekelhaft. Das spuckt immer solche komischen Brocken, die man jetzt irgendwie nicht sieht. Vielleicht kann ich von hier was treffen. Treff doch mal. Treff doch. Ein bisschen weiter zurück. Ich verbrauche hier meine ganze Magie. Furchtbar. Yay. Ist irgendwie erstaunlich, dass seine Geschosse nicht zu sehen sind. Moment, das möchte ich jetzt einmal demonstrieren. Denn die Geschosse sehen. Da ist noch eins. Ey, du läufst mir hinterher. Nein, lass mich in Ruhe. Aua. Lass mich in Ruhe, du blödes Mistvieh. So. Komm. Put, 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 lauf in meinen Ball rein. Ja, komm. Aber jetzt. Oder auch nicht. Und jetzt? Jawohl, ich habe es besiegt und einen Schlüssel bekommen. Also, was ich erzählen wollte. Magie hat sich jetzt mittlerweile auf Twinsun, entschuldigt. Auf Twinsun entwickelt. Denn, ja, Twinsun hat halt die Magie irgendwie erweckt. Denn vorher gab es ja keine Magier. Im ersten Teil. Und ich habe halt den Wettermagier und wir werden noch ein paar andere Magier kennenlernen. Die werden auch noch eine Rolle spielen. Ah, jetzt sehen wir das Geschoss. Lass mich in Ruhe, du blödes Mistvieh. Stirb stattdessen mal. Hüpp. Oh. Bäh. Ja, jetzt sieht man das Geschoss. Bäh, ist das ekelhaft. Bäh, davon will ich mich überhaupt nicht treffen lassen. Allein weil ich, nicht nur weil ich Schaden nehme, und gerade keine Magie mehr habe, verdammt, sondern weil es einfach so ekelhaft ist. Oh Gott. So, dann jetzt wirst du halt verprügelt. So, wow. Das ist voll gemein, dass das so umherspringt. Wunderbar, ich habe die Tralü-Kinder. Ich nehme an, dass es Kinder sind, ich weiß es nicht. Oder die Mini-Tralüs. Ich habe die Mini-Tralüs besiegt. Es fehlt nur noch das echte Tralü. Dafür müssen wir jetzt erstmal hier über die Stacheln springen. Denn sonst können wir nicht weiter. Hüpf. Und dann letzter noch. Hier habe ich immer ganz am Anfang gehangen und kam nicht weiter, weil ich immer auf die Stacheln gesprungen bin. Mistvogel. Der hätte mich angegriffen und mir Schaden zugefügt. Hätte ich ihn nicht besiegt. Jetzt gehen wir weiter. Und ich habe keine Magie mehr. Das ist blöd. Boah. Das ist das Tralü. Ja, ein kleines bisschen größer und ein kleines bisschen fieser und überhaupt. Das ist doof. Stirb. Nein. Boah. Oh. Das kann sogar Felsen zerschmettern mit. Oh Gott, die Partikel von den Felsen machen mir auch Schaden. Wer stirbt sie? Oh Gott, nein, verdammt. Entschuldigt, Leute. Ich habe gerade aus Versehen den Vollbildmodus beendet und muss jetzt wieder rein. So. Es hat echt den Felsen zerstört. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Ich möchte nicht sterben. Hopf. Geh kaputt. Oh ja, wir haben es besiegt. Hui, was für ein Kampf. Unser erster kleiner Mini-Boss, wenn man die Spinne jetzt mal außer Acht lässt. Sogar Geld, wow. Sehr cool. Ja, und Twinsen ist erneut ein Held. Er hat das Tralü besiegt. Und Raff wird gerettet. Meinst du?
So. Ich kann dich aber jetzt einfach nicht hier rauslassen. Ich hab den Schlüssel. Ich kann nicht mit dir reden. Na gut, sind wir mal nicht so und schließen die Tür auf. Und er ist ein klein bisschen schneller als ich. Hasis sind halt wirklich schnell. Das hat man auch beim anderen gesehen. Aber bevor ich jetzt hier weitergehe, sage ich einfach mal, mache ich hier einen kleinen Schnitt. Speichere, sobald das Menü geladen hat. So. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.